Tag, Elfriede. Guten Tag, Rüdiger. Hättest du dir vorstellen können, dass wir hier mal zusammen im Bundestag sitzen? Ja, und vor allen Dingen mit diesem tollen Blick, ja. Ja, den müsste ich jetzt echt mal umstellen hier, kurz mal schwenk, ja. Ja. Ich hoffe, da sieht man jetzt was im Bild. Jetzt wieder zurückgeschwenkt. Was machen wir hier heute? Also ich finde das ganz toll, dass die AfD dieses Symposium, zu diesem Symposium eingeladen hat. Und auch Leute, die sich zu spät angemeldet haben, kamen trotzdem noch rein. Also man wurde gut kontrolliert, aber es ist kein Hochsicherheitstrakt und man hat sich gut, ja, von Anfang an gut gefühlt hier. Und es ist ein hochkarätiges Vortragen, das sind da. Ja, ja? Also ich auch. Man kennt sie, ich kenne viele von ihnen, aber die nochmal direkt zu sehen und zu hören, das ist ganz toll. Das ist so unfassbar, ja, was hier für eine Energie im Raum ist. Ja, ja? Ja. Und was eigentlich auch, wir sind hier auch wirklich gut gelaunt, muss man wirklich sagen. Also wenn man nur Leute um sich herum hat, die ein bisschen Expertise haben zum Thema, ne, Corona, dann ist das schon was. Ne? Und die Vortragenden, die haben wir gerade gehört, die bekommen alle gar kein Honorar. Ja, die kriegen nur ihre Unkosten, genau, also und Fahrt und Übernachtung, aber sonst kein Honorar. Die kommen alle, weil es ihnen wichtig ist, dass ihr Wissen, dass sie das weitergeben können. Ja. Weil was die offizielle Presse uns bisher gegeben hat und die ganzen Medien, das ist ja eine Schande, dass viele von diesen Menschen wurden ja so negativ von der Presse bedacht und jetzt zu Unrecht natürlich, gigantisch, ja, zu Unrecht, ja. Und heute haben wir hier den Professor Bakti live und den Homburg. Und Frank. Gunter Frank, genau. Also und, nur tolle Leute, wirklich Leute, die eine Expertise haben, die ein Grundwissen haben, die das gut vermitteln können, ja. Also das ist ja so wichtig, ja. Eigentlich könnte ich hier den ganzen Tag nur Videos machen, eins nach dem anderen, aber ich möchte mich ja auch mal ein bisschen so informell unterhalten können mit all diesen lieben, netten Leuten hier. Und natürlich machen wir weiter und so wie da draußen auch alle. Ne? Es ist so notwendig, dass wir uns einfach vernetzen, ganz, ja, generell. Denn es wird ja weitergehen. Es wird mit der WHO, die in Zukunft sagen will, dass jetzt eine Pandemie ist weltweit und dass es weltweit überall die gleichen Viren gibt oder die gleichen Krankheiten. Das kann aus Grund der klimatischen Bedingungen gar nicht sein. Zum Beispiel, wenn wir nach Afrika gucken, die haben Malaria, das haben wir nicht. Die klimatischen Bedingungen finden wir jetzt überhaupt, die werden überhaupt nicht genannt bei dieser ganzen Pandemiegeschichte. Und das ist ganz wichtig. Es werden Dinge vernachlässigt, die jedem Menschen ins Auge stechen müssen. Ja. Müssten, ja. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist, ob das der Inhalt der Spritze war oder ein geheimes Hypnoseprogramm übers Fernsehen oder so, ne? Oder die drohenden Kündigungen, die so irgendjemand dann ausspricht. Ich weiß noch nicht, ob die dafür bezahlt kriegen, aber das sind eben alles Fragen, die noch geklärt werden müssen. Und ja, wenn wir eine offene, freie Gesellschaft sein wollen mit einem Rechtsstaat, mit einer Demokratie, ich denke, das ist alles miteinander in Zusammenhang. Es ist so wichtig, gerade hinzugucken. Ich meine, ich bin sehr bekannt, ich bin seit 26 Jahren Chefin gewesen. Sie haben mir gerade jetzt das nicht mehr verlängert. Ach, aber ich bin das? Ja 26 Jahre lang. Ich meine, mit meinem Alter, das finde ich in Ordnung. Aber ist natürlich komisch, dass es gerade jetzt in der Zeit ist. Jetzt haben Sie wohl gemerkt, dass ich selber verurteilt werde und jetzt auch Chefin bin. Da wollen Sie nicht Gefahr laufen, dass du irgendwie so einen Maskentäter dann freilaufen lässt. Ja? Ja, also es gibt keine demokratische Justiz zurzeit. Die Justiz ist von der Staatsanwaltschaft her schon immer weisungsgebunden in Westdeutschland. In der DDR war das nicht der Fall. Und jetzt richten sich die Richter und Richterinnen folgen der Staatsanwaltschaft in allen, ja, Fällen. Aber es gibt ganz, ganz wenige, die dann davon abweichen. Ja. Nun gut, also man hat ja auch als Angeklagter erheblichen Druck. Es geht um viel Geld. Und wenn die dann mit faulen Deals kommen, dann werden die natürlich oft auch gerne genommen, damit das Ding dann zu Ende ist. Ja, hast du ja auch gemacht. Ja, ich habe nichts gemacht. Ja. Ich wurde von Polizisten von hinten gepackt. Und das dürfen Polizisten nicht. Hätte ich fünf Gewehre dabei gehabt, dann dürften sie das. Aber ich war mit einer Rose und dem Grundgesetz bewaffnet und wurde dann von hinten gepackt, weil ein Zivilpolizist gesagt hat, die Frau muss festgenommen werden. Ja. Er hatte
Er hat vor Gericht gesagt, dieser Polizist, der meine Festnahme angeordnet hat, der hat vor Gericht gesagt, ja, die Frau lief mit dem Grundgesetz und einer roten Rose in der Hand rum, aber ich hatte das Gefühl, die hat noch was anderes im Sinn. Er hatte das Gefühl, es wird heute als Rechtsgut gesehen, wenn es die Polizei sagt, ja. Das ist schon ziemlich krank, ja. Also ich kann es nicht mehr nachvollziehen, was hier im Land läuft. Deswegen ist es umso wichtiger, dass solche Veranstaltungen wie diese stattfinden und dass auch wirklich jeder hier merkt, es geht nur um Spaltung. Leute gegeneinander aufzuhetzen, dass sie eben nicht zusammen etwas tun. Und deswegen ist das hier jetzt heute etwas ganz Besonderes, weil ganz viele verschiedene Leute hier tatsächlich zusammengekommen sind. Ja, es ist keine rechte Veranstaltung. Es sind keine Extremisten hier. Es sind hier Fachleute. Ach, die AfD ist auch nicht hier. Naja. Wenn, dann traut sie sich nichts zu sagen. Ja, aber das ist ja auch nur etwas Angedichtetes oder von der Sitzordnung abgeleitetes. Ja? Also anstatt, dass man sich mal mit den Sachthemen beschäftigt, muss man immer so mit Etiketten rumschmeißen. Nee, es ist wirklich, ja? Die Sachthemen werden unheimlich gut vermittelt. Jeder kann sie verstehen. Ja. Und man kennt die meisten Menschen aufgrund ihrer Expertise, die natürlich die Presse nicht veröffentlicht hat, die herkömmliche, sondern die wir auf anderem Wege bekamen. Ich glaube, wir müssen langsam wieder rein, wa? Ja, um eins geht's weiter, ja. Um die wollen noch um zwei, ja. Na gut, also. Also, ja, mach's gut.